Mi nombre es Felipe Antonio Ustate Pérez. Mein Name ist Felipe Antonio Ustate Pérez. Ich bin in Manantial geboren. Ich bin in Manantial aufgewachsen und ich habe Manantial, sagen wir mal, verlassen. Die Bevölkerung von Manantial war die erste, die durch die Cerrejón-Kohleförderung im April 1985 vertrieben und zerstört wurde. Intercor, heute Cerrejón, hat uns unseren Besitz nicht abgekauft. Weder die Bauernhöfe, wo wir unsere Tiere gehalten haben, noch unser Stadtgebiet. Sie haben nur gesagt, das kostet 5 Pesos und wenn sie jetzt nicht verkaufen, wird die Regierung es ihnen wegnehmen und sie enteignen, genau wie Manantial enteignet wurde. Sie haben den Schaden, der diesen Menschen zugefügt wurde, nie anerkannt, nie gemessen. Sie kamen einfach mit diesem Geld an. 200.000, 100.000, 50.000 oder 20.000 Pesos. Die Bauern haben sich damit hingesetzt, davon gegessen und irgendwann war es aufgebraucht. Und was passiert jetzt mit uns? Und da haben sie gemerkt, was für ein Abgrund zwischen dem Wohlstand klafft, den Cerrejón ihnen versprochen hatte, und der Realität, der sie sich stellen mussten. Das ist es also, was ich versucht habe anzuprangern. Dann haben sie mit dem Spaltungsspiel angefangen, die Gemeinschaften zu spalten. Die anderen Gemeinschaften, die heute noch Opfer sind, haben damals zu Cerrejón gehalten. Ebenso wie Tabaco, Roche, Chancleta oder Patilla. Sie meinten, das Problem von Manantial wäre nur ein Problem von mir persönlich. Ich habe ihnen gesagt, dass dieses Problem nicht nur mich betrifft, sondern alle Menschen, die in dieser Gegend leben. Aber meine Botschaft wurde auch von meinen Landsleuten nicht gehört. Und heute sind wir, Sie und ich, alle Opfer dieser Kohleförderung von Cerrejón. Das heißt, es gab keine ganzheitliche Lösung, nur eine Teillösung. Denn Cerrejons Hauptziel, sein großer Erfolg, war es, die Gemeinschaften zu spalten, sie auszunutzen und zu zerstören. Und ich nehme an, dass sie 2034 verschwinden werden, schätze ich, dass für uns nur noch Seuchen, Krankheiten und Löcher übrig bleiben. Aber Vorteile würde es weder für uns noch für unsere Kinder geben. Es ist schon mehr als 35 Jahre her, dass Manantial enteignet wurde. Und ich kann Ihnen sagen, bis heute haben wir nicht einen Dollar erhalten, um den Schaden auszugleichen, den wir erlitten haben. Die Gemeinschaft Manantial ist über den ganzen Bezirk La Guajira in den 15 Gemeinden verteilt. Es gibt Menschen, die in Maicao, Rio Jaca, Albania, Hato Nuevo, Fonseca, Barrancas leben. In anderen Worten, unsere Leute leben in jeder Gemeinde, wie auch im Rest des Bezirkes La Costa, in Cesar, Magdalena, Atlantico und Bolívar. Cerrejón arbeitet ständig daran, die Gemeinschaften zu spalten, indem sie Führungspersonen, Gemeinderäte, zwei oder drei innerhalb derselben Gemeinschaften einsetzen. Dann wird dem einen zugespielt und dem anderen weggenommen. Oder der eine wird durch die Absetzung des anderen zum Anführer. Das Ziel ist immer ein interner Konflikt in den Gemeinschaften. Dieses Problem macht uns allen heute Sorgen. Dadurch konnte Cerrejón die Indigenen beeinflussen und unterwandern. Sehr einfach sogar, weil es schon immer so war. Zum Beispiel mein eigener Fall. In der Cor und Carbocol sagen, ich wäre ein Dieb, weil sie mir angeblich Geld fürs Dorf, für den Friedhof gegeben hätten. Und noch andere Vergünstigungen wollen sie mir gegeben haben, die ich persönlich aber nie bekommen habe. Wenn sie uns Geld gegeben haben, dann nur, um es sich später zurückzuholen und uns wieder wegzunehmen und trotzdem einen Beleg zu haben, die sie an das Intercor Carbocol Konsortium schicken konnten. Aber ich habe selbst nicht einen einzigen Dollar von diesen Zuwendungen erhalten, die sie behaupten, mir gegeben zu haben. Und so machen sie es auch heute noch. Die angeblichen Verkäufe der Ländereien und des bebauten Teils des Dorfes wurden nicht zu einem mit der Gemeinde vereinbarten Preis getätigt,
sondern nach den Vorgaben von Cerrejón. Uns wurde gesagt, das ist bloß $10 wert, mehr werden wir ihnen nicht geben. Und wenn sie das Geld jetzt nicht nehmen, legen wir es auf ein Bankkonto und sie entscheiden, ob sie es in Anspruch nehmen wollen oder nicht. Wenn sie es nicht anfordern, dann behält es halt die Regierung. Und wenn sie es wollen, dann sehen sie zu, dass sie es jetzt nehmen, sonst gehört es morgen der Regierung. Y si usted quiere, pues entonces, usted verá, si lo coge hoy o mañana va a un banco. Para Alemania y para el mundo, sobre todo, todas estas empresas que están consumiendo el carbón. Nun, für Deutschland und für die ganze Welt, besonders für all die Unternehmen, die Kohle von Cerrejón kaufen. Ich kann Ihnen sagen, dass das eine blutige Kohle ist. Daran klebt das Blut von Menschen, die versucht haben zu leben, zu überleben.